Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Bros. Lost Levels in der Super Mario All-Stars Edition. Ja, das ist besser gesagt das Ding hier, dieses Stück Scheiße. Genau, das nehmen wir uns jetzt vor. Genau in dieser Sekunde. Der Spaß geht los. Also, Super Mario Bros. Ist besser gesagt bekannt dafür, eines der schwierigsten Mario-Games aller Zeiten zu sein und auch in dem Fall eine extremst klumpige Steuerung zu besitzen. Mario Bros. Halt. Und hier sehen wir ihn, den Giftpilz. I mean, ohne den Game würde es keinen Rotten Mushroom geben, aber ja, gut. Nervig kann nur sein. Wir werden sehen, wie nervig er wird. Was kann ich dafür? Danke fürs One-Up. Alter, dieser Koopa ist gerade, kommt mir absolut nicht gelegen. Das hier sieht auffällig aus. Ja, Freunde, es wird sehr saßig. Und ich freue mich sehr auf dieses Projekt, weil Schmerz, Selbst, Hass. Es ist nicht nur der Selbsthass-Sonntag, Freunde. Wieso kommt er jetzt in meine Richtung? Lass sie ziemlich Ruhe, sie hässlicher Sohn. Ja! Come on. Ein Goomba wird mir das Ziel nicht wegnehmen. Das erste Level habe ich ein bisschen im Kopf, weil ich das LP schon gestartet habe, aber gemerkt habe, dass ich ziemlich kacke bin. Und genau darum machen wir das jetzt einfach so. Welt 1, 2. So, das ist der erste Cave. Und das ist direkt dafür bekannt, einen sehr beschissenen Anfang zu haben. Genau das. Weil Mario einfach, wie gesagt, eine sehr, 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 sehr klumpige Steuerung hat. Junge, die aimen ja auch voll in meine Richtung. Wenn ich den anderen besiegt habe, hat er sich gedacht, Scheiße, der Hund hat meinen Bruder umgebracht. Jetzt ist es Zeit für den zu sterben. Und ja, der Scheiß ist schwierig. Weil wie gesagt, die Steuerung ist sehr klumpig. Und wenn Mario am Rand ist, wird der Sprungknopf gar nicht mehr gezählt. Das ist besser gesagt, der Mario springt nicht mehr, wenn du direkt am Rand bist. Darum, wie gesagt, ist dieses Level schon ziemlich anstrengend. Ich könnte gern Facecam anmachen und euch zeigen, dass ich den Sprungknopf drücke. Aber erstens, das wollt ihr ja gerne, ne? Und zweitens, tja, in einem dunklen Raum eine Facecam anzumachen, ist jetzt nicht die kreativste Idee. Und es ändert auch nichts, dass die Steuerung, dass Mario sich in der Luft nicht steuern lässt. Wenn du jetzt ultra geradeaus, wenn du ultra krank gerannt bist und dann springst, dann kannst du Mario nicht langsamer machen. Das war auch beim originellen Mario Bros. 1 so richtig scheiße. Und es bleibt genauso scheiße. Das war jetzt nicht unbedingt die 500 IQ-Taktik, diese Goombas zu triggern. Also, ich mach das jetzt noch einmal aber danach mit Safe States. Oh mein Gott! Das habe ich noch nie geschafft, ne? Okay, gut, ich spiele das, mach das LP jetzt nicht lang. Also wie gesagt, man muss wirklich tierisch aufpassen mit der Steuerung, weil die wirklich klumpig as fuck ist. Ich kann mich kaum fortbewegen, kann ich. Der Nachteil am Rennen ist, dass Mario dann wegschlittert wie Luigi. Obwohl Mario nicht Luigi ist. Und ihr wisst ja, Luigi hat seine sehr schwammige Fortbewegung. Ich bin mir sicher, ich wollte wegspringen, aber tja, Mario Bros. 1 Steuerung eben.
bin eigentlich direkt wieder in die andere Richtung gegangen, aber hab dann vergessen, dass wir hier ja einen super tollen Klassiker spielen. Ach, jetzt muss ich den Scheiß hier nochmal machen. Achso, nee, das ist anderes. Nein, doch nicht. Lol. Ach nee, oder? Ja! Was? Was haben die für eine behinderte Hitbox? Habt ihr das gesehen? Ich bin eindeutig mit einem kranken Willen hingegangen. Okay, da sind wir wieder. Hat wieder einige Zeit gedauert, weil kloppige Steuerung und so. Ist der größte Feind in dem Spiel sind gar nicht die scheiße gebauten Levels. Die ultra scheiß platzierten Gegner oder so. Es ist einfach die Steuerung. Die Steuerung ist scheiße. Es hat einfach einen generellen Input-Lag drin. Und sobald du springst, kannst du deine Inputs nicht mehr verändern. Wenn du nach rechts, wenn du nach links springst, kannst du vielleicht nur durch extremen Vergewaltigen des Control-Sticks vielleicht noch in eine andere Richtung springen, aber ja. Vergewaltigen des Switch Pro-Controllers hört sich für mich falsch an, aber wir haben es geschafft. Ja, Mann. Was will mir jetzt noch das Ende bereiten? Nichts. Dankeschön. Dann nehme ich den Sieg doch freudig entgegen. Ja, es war ein bisschen salzig, was ich da gemacht habe, aber ja. Man muss halt so ein bisschen arbeiten. Welt 1-3 ist das tolle Level mit den Fischen. Und ich glaube, ich werde selbst am Ende des Let's Plays nicht mit dieser Steuerung klarkommen. Ja! Oh. Oh. Ach so, das ist ein Blooper-Level. Ja, besser gesagt, Blooper sind sehr fiese Gegner, die aber einen nur in der Luft angreifen und nicht am Boden. Oder doch? Ich will das Risiko nicht eingehen. Das war close. Ich war gerade noch so auf der Hitbox. Komm her. Ja, moin. Wie soll ich denn das kriegen, ohne runterzufallen? Ich weiß es nicht. Nintendo hat generell sehr kranke Einfälle gehabt. Es ist nicht möglich, diesen Pilz zu bekommen, ohne zu sterben. Nein! Ich muss das Level nochmal machen! Okay, ich bin wieder am Punkt, wo der Checkpoint anscheinend beginnt, angekommen. Mario! Heißt du Luigi? Let's go! Ja! Okay! Ja! Come on, come on, jump! Ja! 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 Uff. Ja! Ja! Alter! Jetzt. Ich drehe komplett am Rad, weil das einfach so scheiße zu steuern ist. Junge. Junge. Welt 1-4. By the way, eine Sache. Weshalb ich das Spiel lauter machen muss. Es gibt solche Rätselschlösser und die sind super tolle Gebäude, in die man super gerne reingeht. Tja, davon gibt es natürlich noch mehr in diesem tollen Videospiel. Die sind natürlich noch freakier, weil wir literally im schwierigeren Teil sind. Darum mache ich die Audio lauter, weil im Super Mario All-Stars Teil das ein bisschen fairer gemacht wurde. Dadurch, dass man einen Sound-Index bekommt, wenn man den richtigen Weg genommen hat oder wenn man den falschen genommen hat. Darum Audio lauter machen. Und hier haben wir Pause.
Aber er hat keine Chance. Das war sowieso kein richtiger Bowser. Und wen haben wir da? Nur einen beschissenen Tod. Danke, Mario, aber unsere Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Ach, fick dich. Ich hab nur Akku nachschauen. Wichtig. Alter, ich bin zu dumm, um das richtig zu machen. Ja, jetzt kommen wir in die zweite Welt. Dort geht der Spaß natürlich weiter. Der hört natürlich nicht auf. Dass ich da überhaupt mitkommen konnte. Oh, der wird wieder normal, der Hund. Stirb. Pilz. Ja, Mann. Nein, du gehst mir nicht davon, du elendiger Hund. Was auch sehr gerne genutzt wird in Super Mario Bros. The Lost Levels sind Trampoline. Oh. Mario, wieso kannst du nicht schwimmen? Wieso fliegst du da einfach durch? Mario, du bist echt ein Noob. Koopa-Spamming, Alter. Ja, ich glaube, man sollte keinen Stern nehmen. Das macht einen zu energisch. Ich würde sagen, man sollte jeden seiner Sprünge perfektionieren. Pixel Perfect! Okay. Nochmal. Ja! Okay. Alter! Nein. Trampolin. Aber man muss zugeben. Hä? So war. Ich habe gar nicht nach links gedrückt. Hä? Hä? Ich habe gar nicht nach links gedrückt, Leute. Warum ist Mario so weit gesprungen? Warum? Hä? Magie? Dass die Pflanze gar nicht rausgekommen ist, ist jetzt ein Weltwunder gewesen. Aber sehr praktisch. Ja! Du willst mich doch verarschen! Komm, wir gehen hier nicht Game Over. Wir gehen hier nicht Game Over. Wir gehen hier nicht Game Over. Wir gehen nicht Game Over. Wir gehen hier nicht Game Over. Alter. Wir sind immerhin die Super Mario Brothers Bros. Das war Intention, Freunde. Ich wollte das Ganze ohne einen Pilz machen, weil ich mich für einen Master Player halte. Ja, ja. So viel dazu. Ja, machen wir weiter. Mit dem klumpigsten Spiel EU West. Ja. Du stirbst, weil niemand mag. Nein! Ich erreich's gerade so nicht. Dass Mario dann einfach so krank fällt, Alter. Ich weiß, dass sowas Sachen wie. Solche ultra-realistischen Sachen wie Erdgravitation besitzt und so, aber ja, dass die Gravitation so krank ist. Ich stand drauf und wurde einfach wieder losgelassen von der Hitbox. Dieses Spiel ist doch scheiße gemacht mit extra Prise. Wer hat sich das ausgedacht mit der Steuerung? Haben die Japaner sich damals so gedacht, funktioniert scheiße, aber egal. Wird wohl niemand merken. Es wird sicher keinen salzigen Let's Player oder so geben, die dem Spiel einen schlechten. Ich war wirklich zu dumm, um zu wissen, dass der jetzt zurückkommen könnte. Mann, das kann doch nicht sein! What the fuck? Oh, vorhin ist Mario voll eine Niete im Springen und auf einmal wird er zu Superman oder was? What the fuck? Hä? Mario! Jetzt! Werd wieder zu Superman, du Hurensohn! Ba, 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 ba.
Wieso machst du nicht den Superman? So wie vorhin. Und wir haben wieder Game Over. Wie oft wir hier Game Over gehen. Super Mario Brothers. No Game Over Challenge. Dein Mutter Challenge. Ich schlag dir in die Eier. Das kannst du von mir bekommen. Wie soll man das überhaupt machen? Wie soll man das originelle Mario Brothers Lost Levels durchspielen, ohne zu sterben? Und wenn man stirbt, wird man zu Level 1.1 zurückgebracht. What the fuck, Nintendo? Wieso tötet Mario eigentlich eine bloße Berührung eines Lebewesens? Was soll denn das überhaupt bedeuten, Nintendo? Wollt ihr mir sagen, Gras zu berühren tut weh? Das sollte aber ein Großteil der Leute, die bestimmte Game-Videospiele durchspielen, ganz genau machen. Wir spielen vorsichtig, Freunde. Wir spielen vorsichtig. Uns wird dann nichts passieren. Wir werden gewinnen. Wir müssen einfach nur unseren inneren Jump-and-Run-Meister entfachen. Dann funktioniert das Ganze auch. Yahoo! Yahoo, yahoo, yahoo. Okay. Kamera rüber. Kamera, Kamera. 3, 2, 1. Wieso springe ich überhaupt zurück? Wenn ich reinfalle, dann kann ich gar nicht zurückspringen. Wieso kann Mario nicht wieder den Superman entfachen? Ja. Ach, du bist so ein Assi. Nein, du hast den Pilz mit. Spaß für die ganze Familie. Der Stern bringt einem gar nichts, aber Geschwindigkeitsboost bietet er. Ja. Gefällt euch das Let's Play mittlerweile? Ich glaube, safen würde sich ein bisschen was bringen. Okay. Ich glaube, der Stern ist wirklich benötigt. Ansonsten kackt man auch ab. Ja! Aber wir haben es vorhin weiter geschafft. Okay. Wir sind weit gekommen. Freunde. Nein. Kein Rotten Mushroom für euch. Come on. Weiter. Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh, Jesus Christus. Ob ich mit Pilz ins Ziel komme? Wie habe ich den Gumba getötet? Ja! Wir haben das erste der Level der... Ich kann nicht mehr reden. Wir haben das erste Level der zweiten Welt geschafft, Freunde. Seid ihr stolz auf mich? Ich hoffe, dass ihr das seid. Ansonsten gibt es Nackenklatsche. Level 2-2. Okay. Spaß. Ich meine, solange kein Ultra-Crazy-Plattforming mehr kommt, ist alles gut. Ich springe die ganze Zeit, ich weiß nicht, ich kann mich nicht kontrollieren, wenn es um das geht. So, erstmal hier campen. Wo gehen die hin? Junge. Hallo, was haben die mit ihren Para-Coopers eigentlich? Ja! Okay, wieder zum Rand. Und jump. Ah. Crazy Platforming! Meine Lieblingsjumpart! Yay! Ja! Nein!
Ich liebe Crazy Platforming. Macht ja Spaß. Ja, setz mich gleich an Anfang der Welt zurück. Ja, macht doch Spaß. Spaß und ich habe den Jump-Button gedrückt. Ich habe den Jump-Button gedrückt. Jump, 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 Jump-Button gedrückt. Das Problem ist, du musst das Level eigentlich erstmal kennenlernen, bevor du irgendwas damit anfangen kannst. Und das könnte ein bisschen dauern. Ich bin auf ihm draufgesprungen. Sorry dafür, Salz ist... Ich glaube, ich sollte wirklich ein bisschen Salzstreu holen. Schon besser. Eigentlich habe ich keinen Salzstreu geholt. Was clickbait ich hier eigentlich? Sie Jumps, Alter. Beep, beep, beep. Man muss eigentlich dauerhaft einen Dingsbums haben. Dieser Block steht da sehr scheiße. Egal was drin ist, nichts kann wichtiger sein wie das generelle Überleben. Nein! Aber wir können hier von Checkpoint aus weitermachen. Der wurde hier irgendwie gesetzt. Sehr weird. Wieso komme ich da nicht? Habt ihr das gesehen, was ich gesehen habe? Mario ist an der Wand geschlittert. Nicht nur, dass es sehr weird war, sondern könnte das sein, dass man, wenn man... dass wenn man ziemlich gut drin ist, vielleicht einen Wandsprung oder sowas in der Art ausführen kann. Bin ich damit meine Theorie richtig oder bin ich einfach komplett falsch? Ist das Wahrheit oder Saas? Junge! Ich sterbe! Nein, nein. Jetzt rechts mir. So, wo ist es? Safe Game Position. So, das ist mein erster Safe State in diesem Let's Play. Ich glaube, sowas wie Safe States benötigen wir ziemlich oft. Ja, eindeutig. Wo ist das wieder? Wo ist das? Wo kann ich hier? Ah, okay. Ja, ich glaube, das werden wir am Anfang eines jeden Levels machen. Ich bin doch gesprungen! Kleiner Hurensohn! Ich bin gesprungen! Das Spiel akzeptiert es einfach nicht. Ja, und jetzt... Wieso gehe ich einfach immer auf die falsche Einstellung? Junge, ich will nicht wissen, wie lange wir brauchen, nur um einen Teil des Levels zu schaffen. Steh nicht auf. Geh wieder rein. Junge, ich wüsste gar nicht, wie ich das gefunden hätte. Hätte das Spiel. Aber dank der tollen Rutschphysiken und der extra schwammigen Steuerung von den geisteskranken Japanern, die Haschisch im Office geraucht haben, ist das ja wieder schief gelaufen. Ich bin doch gesprungen. Das kann jetzt echt nicht wahr sein. Ich habe diesen Sprungbutton gedrückt. Du kannst mich nicht anlügen. Ich habe den Button gedrückt. Du akzeptierst es einfach nicht. Ich glaube, da ist irgendwas, sowas wie extra Input-Lag im Programm reingeschrieben worden. So, hier Input-Lag, da Input-Lag. Ja, Spiel ist nice. So, hier irgendwo war das. Hallo, wo war das? Da war das. Wie soll ich da hochkommen? Hä? Wie soll man da hochkommen?
Geht das? Oder ist da noch ein unsichtbarer Block? Wahrscheinlich. Es sei denn, man muss direkt mit einer geisteskranken Japaner-Gehirnfriese rumstehen. Ich bin gesprungen und bin dann auf die andere... In einem anderen Universum bin ich nach links gesprungen und konnte ihn wegschießen, aber dieses Universum war es leider nicht. Das kann doch nicht wahr sein! Ich sterbe immer an derselben Scheiße. Immer. Ist es überhaupt möglich, als menschlicher Spieler das zu machen? Ich installiere gleich einen Testbot und lass dem das ganze Spiel durchspielen. Das wird Nintendo nicht so gefallen. Nein, ich war oben! Okay, das ist schon mal Beweis, dass es funktioniert. Ach, mit nur zurück und hin und her. Und etwas geisteskranken. Was? Hallo? Geht da mal was weiter? Hallo? Wieso kann er... Ich saß hier gefühlt eine halbe Stunde. Save State. Nein. Ich lasse mir das nicht nochmal gefallen, den Scheiß. Die Zeit geht mir aus. Weißt du, wie scheißegal mir die Zeit gerade ist? Ja. Es... Ein Spaß. Weiter geht's zum nächsten Level, indem ich jetzt versuche, absichtlich abzukratzen, damit ich dann einen Safe State setzen kann. Und mir dann absolut keine Sorgen machen muss. Also so eine Zurückspulfunktion wie auf Nintendo Switch Online wäre wirklich nützlich. Aber wir spielen hier auf Emulator. Wir sind die harten Pros. Wir machen das auf... Als ob mir das wehtut. Das ist... Okay, ja, es ist nicht Mario Maker 2, bei dem man auf Cheap Cheeps springen kann und dann die sterben. Aber wieso? Töten dich Fische? Wieso springt... Ich bin in eine Koopa reingelaufen. Nein, ich hab den falsch... Does not exist. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Yes! Okay, damit können wir auf jeden Fall schon mal viel mehr anfangen. Wieso kann ich die Blooper töten? Es funktioniert eh? Wieso bin ich vorher gestorben? Nein! Mario! Bitte hab Checkpoint. Bitte hab einen Checkpoint. Ja! Es hat einen Checkpoint. Aber ich krieg meinen behinderten Items nicht zurück. Eigentlich muss man dauernd da im Rennen sein, aber trotzdem aufpassen, nicht zu sehr im Rennen. Junge! Das Level war absolut kein Problem! Ja moin! LOL! Junge, ich habe eigentlich geplant, 4 Levels pro Welt. 4 Welten pro Paar zu machen. Aber mittlerweile fällt mir auf, dass es gar nicht möglich sein kann. Aber wir
Nein. Wir kriegen nur zwei hin. Okay, das war schon mal kacke. Aber es ist definitiv möglich. Ich muss einfach die Goombas reinlaufen lassen. Lauft rein und sterbt, meine Jungs. Wieso hat Bowser sein eigenes Schloss so scheiße gemacht? Junge, immer diese Weitsprünge. Oh nein, ich glaube, das ist das erste Rätselschloss. Das gibt direkt ein Safe State. Was? Tja, Safe State. Aua. Achso, das ist doch kein Rätselschloss, ist mir gerade aufgefallen. Das ist einfach nur Choose Your Fucking Way, Motherfucker, Weg. Schloss. Ja, ich glaube, oben sollte man mal nicht lang gehen. Also, wie gesagt, ich will jetzt zwei Welten pro Part machen. Dass Nintendo sogar zu faul war, eine richtige Lava-Death-Animation zu machen. Man fällt einfach durch. Viel Stein. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Nein. Direkt nächsten Safe State. Ich glaube, ich muss das LP einfach voll mit Safe States machen. Ich glaube, da kann man nichts anderes machen. Sonst können wir noch leiden und die ganze Zeit salzig sein. Mario! Nein, was ist eine Multicard? Das will ich gar nicht öffnen. Als ob ich genau dann reinspringe. Es ist wie kalkuliert. Der hat genau den Pythagoras dort angewandt. Dieser Feuerball. Er wusste es ganz genau, dass ich jetzt in dieser Sekunde dahin springe, weil er das mit Pythagoras, Vektoren und all dem Scheiß wie Sinus und so berechnet hat. Es ist sehr ridiculous. Es ist sehr ridiculous. Ich mag's. Spielt seine Musik ab, weiß aber nicht, dass ich gerade 5 Milliarden Universumen gerade erstellt habe. Was ist das für Bowser-Musik? Oh, bist du gestorben? Habe ich deine Welten auseinandergenommen? Danke, Mario. Aber unsere Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Ihr könnt mich mal alle. Welt 3 mit Hammerbrüdern. Tja, das war gerade erst der Anfang, Freunde. Ich glaube, es wird tausendfach schlimmer. Zum Glück will ich mir das nur zweimal pro Woche antun. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ciao!